einer neuen Ausgabe von Apps for All. Heute geht's um den Klassiker Super Monkey Ball. Ja, und ich würde sagen, legen wir gleich mal los. So, dann starten wir mal Super Monkey Ball. Also es hat einen richtig schönen Rock-Soundtrack, der gefällt mir besonders. Also wir haben hier einmal Hauptspiel, sofort spielen, Übungsmodus, Rangliste, Option, Hilfe und noch weitere Spiele von Sega. Also, zuallererst würde ich in Option die Neigungsanzeige auf einstellen. Ich zeige euch gleich mal, was es ist. Also da gehen wir erstmal in Hauptspiel rein. Es gibt vier Affen, den Ei-Ei, Mimi, Baby und Gon-Gon. Ich persönlich mag am meisten den Ei-Ei. So, jetzt gibt es hier wieder fünf Länder oder Welten. Ich gehe jetzt mal in die Welt Monkey Island. Also jede Welt hat 10 leichte und 10 schwere Level. Gehe ich mal auf die 10 leichten, da kann ich es am besten erklären. So, jetzt landen wir hier auf dieser Stage. Also das hier unten in der Ecke ist die Neigungsanzeige. Die zeigt mir an, wie mein Bewegungssensor gerade reagiert. Also ich kann jetzt durch Bewegen vom iPod so den Untergrund bewegen. Und das Ziel des Spiels ist einfach in das Tor da rein zu gehen mit seinem Affen. Und diese Bananen sind dazu da, dass wenn man die einsammelt, dann bekommt man noch mehr Leben. Und wenn man in jeweils so einem 10er Level Pack alle Bananen gesammelt hat, dann hat man einen Bonus-Level freigeschaltet. So. Hier oben, das ist noch so eine Zeitanzeige. Da sieht man jetzt, dass ich jetzt noch ungefähr 55 Sekunden Zeit habe. So, jetzt warte ich mal hier, um es euch zu zeigen. Also nee, ich warte jetzt nicht, aber ihr könnt euch das vorstellen, dass wenn die Zeit halt abgelaufen ist, dass man dann nochmal von vorne anfangen muss. Aber ihr dürft jetzt nicht erwarten, dass in jedem Level so schön hier so Banden am Rand sind. Das wird noch richtig tricky im späteren Spielverlauf. So, das ist jetzt ein Bonus-Level. Das kommt alle 5 Levels. Und der Sinn davon ist einfach in diesen 60 Sekunden, die man Zeit hat, möglichst alle Bananen, die sich auf diesem Spielfeld befinden, einzusammeln. So, das versuche ich jetzt mal. Ah, da sind noch welche. So. Ja. Und die Bonus-Levels werden auch immer schwerer. Einfach dadurch, dass der Untergrund mal Wellen hat oder Löcher oder sich bewegt und man aufpassen muss, dass man nicht runterfällt. Noch eine Banane da. So, jetzt habe ich alle Bananen eingesammelt und das Bonus-Level ist beendet. Also durch Tippen auf die Uhr kommt dann das Menü. Da kann ich jetzt hier wieder ins Hauptmenü gehen und hier meinen Namen eingeben. Das finde ich zwar schön gemacht mit dem Namen eingeben, aber über eine einfache Tastatur wäre es doch viel einfacher gewesen. So, jetzt sehe ich, dass ich in allen Levels, wo es blinkt, einen neuen Rekord aufgestellt habe. Also so schnell war wie noch nie. So. Also jetzt gehen wir mal im Sofortspielen. Jetzt wird einfach per Zufallsmodus ein Affe und ein Level rausgesucht. Jetzt zum Beispiel ein Level aus der Eiswelt. Da muss man halt aufpassen, dass man nicht runterhüpft. Und jetzt wird bei gleichbleibendem Charakter einfach ein weiteres Level ausgesucht.
So, das war's auch eigentlich schon. Irgendwas Spektakuläres wie ein Online-Modus oder so gibt's einfach nicht. Und ja, ist aber trotzdem ein ganz schönes Spiel. Als Super Monkey Ball zum Launch des App Stores verfügbar war, war der Hype unglaublich groß. Naja, also der Hype ist jetzt weg, aber was bleibt, ist ein unglaublich tolles Spiel mit wunderschöner Grafik, Sounds mit Ohrwurmgefahr und einem kleinen Haken. Und dieser Haken ist die Steuerung, weil man kann dieses Spiel wirklich nur irgendwo spielen, wo es nicht ruckelt, wo nicht mal kurz die S-Bahn abbremst oder so. Bus total ungeeignet, weil die Steuerung ist wirklich so feinfühlig. Also wenn man da nur ein bisschen ruckelt, fällt man sofort von der Strecke runter. Apropos von der Strecke runterfallen. Wenn man mal öfters runterfällt, bei einem Level einfach nicht mehr weiterkommt, dann kann das Spiel einen auch ziemlich schnell nerven und einem die Freude daran verderben. Aber keine Sorge, nach mindestens 2 Stunden werdet ihr euch wieder beim Spielen erwischen. Also das kostet mittlerweile 2,99 € im App Store und für den unglaublichen Content von 100 Leveln finde ich das schon einen angemessenen Preis.